heute 16.10 Uhr im Ersten. War das bescheuert von mir? Ja, ein bisschen, ne? Im Ersten. Hat ja gesagt. Ja, so ein bisschen, ne? Im Ersten. Montag bis Freitag. 16.10 Uhr. Was muss ich jetzt sagen? Im Ersten. Oh, Mädels. Mädels, lass es sein. Und ihr seid ja eh schon abgesetzt. Also wir können aufhören, wir können nach Hause gehen. Cut! Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Geht's dir gut? Ja, herzlich willkommen auch meinerseits. Bei Amado, Belly, Biedermann. Ach nein, die sind ja schon abgesetzt. Nach drei Sendungen. Wer, was, wie, warum? Ja, siehst du, du hast es noch nicht mal mitbekommen. Ich dachte, es geht jetzt um die schönsten Vornamen der Welt. Amado Belli Biedermann? Weiß ich doch nicht. Das sind Nachnamen. Mareike Amado, Aminata Belli und Janett Biedermann hatten in der ARD eine Nachmittagstalkshow. Sie startete Montag, sie endete plötzlich am Mittwoch. Wegen kaum messbarer Einschaltquoten. Ach, die Sendung, von der ich nichts mitgekriegt habe. Ja. Ah. Ja. Wir haben ja einen ganz kleinen, das war ein Teaser oder so, den wir da gerade gesehen haben. Also naja. Ja, da fällt mir nämlich ein, da haben sie diese Woche veröffentlicht, was dieses Jahr an lustigen Namen jetzt erlaubt ist. Wusstest du, dass man seinen Kindern Tequila nennen kann? Oder Tarzan, Winnetou, Pumuckl, Schneewittchen, Winnetou, Cinderella, Melody, Daenerys, Sunil, Pepsi, Kaola, Fanta, Lenore, Cartier? Warum hast du dein Kind oder eigentlich... Oder Jacqueline mit SCH? Oh Gott. Warum hast du dein Kind eigentlich Lenore genannt? Weil ich Kuschelweich schöner finde. Ach so, okay. Ja, aber wer nennt seine Kinder so? Was sind das für irre Leute? Die denken nicht nach. Überleg doch mal, kannst du keinen Opa denn auf immer oder deine Oma Daenerys? Wobei, ich habe die heißt Tochter wirklich Padme, so wie aus dem Star Wars-Film. Padme? Wie aus dem Star Wars-Film. Das muss man ja zigmal buchstabieren, ne? Wie heißt so Padme? Hä? Was? Ist ja aber genauso, wenn du halt dein Kind heute... Ja, ist aber bestimmt Peppermint Patty als Spitzname. Aber es ist genauso gruselig, wenn du dein Kind heute Edeltraut nennst. Ja. Das war, glaube ich, schon immer gruselig. Na, früher nicht. Die sind alle so. Edeltraut, Brunille. Aber es ist ja krass, wenn dein Kind jetzt hinkommt und sagst, wie heißt denn du Horst? Edeltraut. Edelgard. Edelgard Elfriede. Oh Gott, ja. Naja, es gibt halt verschiedene Extreme. Ja. Wir waren ja gerade schon mal so ein bisschen beim Fernsehen und lass uns doch einfach beim Fernsehen bleiben. Du hast es ja garantiert nicht gesehen, wa? Aber Schlag den Drab. Ja. Nein, natürlich nicht. Ich habe nur danach die Berichte. The Final Fight. The 3-Stunden-Fight. Ja, naja. Die Sendung lang. Also die Sendung lang. Und er hat ja dann, wie hat er 6 Runden da durchgehalten? Na, es ging ja nur über 6 Runden. Ach so. Es ging über 6 Runden, 2 Minuten. Was, 2 Minuten nur? Ja. Hat sie ihn ordentlich verdroschen? Na, erstaunlicherweise sah sie danach ledierter aus als er, aber trotzdem hat sie ihn, glaube ich, ganz schön verdroschen. Aber also er punkte schon in Runde 1. Ja, zu Recht. Er ist, wie alt ist er? 57? Ja. Er darf auch punkten nach Runde 1. Ich hätte nicht mal die Hello durchgehalten, die Runde. Also Stefan Raab ist wieder zurück, nachdem er ja im Dezember 2015 seinen Raab-Sheet genommen hat. Also jetzt muss man überlegen, wie lange das schon wieder her ist. Fast 9 Jahre. 9 Jahre her, ja. Ja. Du wirst angerufen? Aus München, etwa neulich, heute Vormittag, nee, gestern Vormittag schon. Möchtest du live rangehen? Ich kenne die Nummer nicht, also geht da auch nicht ran. Na, vielleicht ist das irgendein Fake-Anruf. Ja, deswegen. Wäre doch lustig gewesen. Auf laut gestellt. Willkommen in der Sendung. Aber vielleicht nicht, dass es dann, naja, egal. Ja, nee, lass mal hier. Ich war neulich schon mal, neulich hat mich jemand aus Österreich angerufen, wo ich ja keinen aus Österreich kenne. Naja. So ist es halt bei diesen Fake-Anrufen. Ja, also Stefan Raab ist zurück. Er sieht ein bisschen älter aus, sage ich mal. Ergraut ist er. Auch ein bisschen faltiger schon, so ein bisschen. Im Gegensatz zu Dieter Bohlen, der immer ganz glatt aussieht, wie als ob er aber irgendwie 30 Weichzeichner über sein Gesicht gegangen sind. Nein, der ist Brot, Botox. Ja. Keine Ahnung.
Man muss ja sagen, also die Sendung begann ja 20.15 Uhr ja. Und der Kampf begann so ungefähr 22 Uhr. Was wohl auch daran liegt, dass wohl solche Boxkämpfe sowieso erst nach 22 Uhr steigen dürfen im Fernsehen. Wegen Recht Kinderschutz. Genau. Ach so. Das heißt, sie mussten natürlich irgendwie diese eine und eine Dreiviertelstunde füllen. Und ich dachte ja, mein Gut, also wenn man da so Sonnabend 20.15 Uhr auf Sendung geht zur Primetime, dass man sich da so ein bisschen was einfallen lässt, dass da Musik, ja. Musik-Acts auf der Bühne stehen. Ich meine, es war ja eine Halle mit irgendwie 12.000 Leuten. Aber man hat nur den Rab geweihraucht. Genau, man hat Ausschnitte aus TV Total und Viva, Sion und weiß ich nicht was gezeigt. Echt? Haben sie, dachte, da dürfen sie rechtlich gar nicht, die ProSieben-Gedöns-Sachen. Du weißt doch, wie das heute ist. Heute zeigen sie es einfach und schreiben da TV Total Pro 7 ganz klein hinten, so wie wir das auch machen. Ja. Und dann wird das schon irgendwie gehen. Das ist Copyright-System, ja. Naja, also ich glaube offiziell, ich weiß gar nicht, wie sowas läuft. Also ist ja bei TV Total ja im Grunde auch so, ob die immer erst fragen, ob sie diese Ausschnitte verwenden dürfen oder ob sie es einfach zeigen und im Nachhinein was bezahlen oder so. Man weiß es ja nicht, wie das alles funktioniert. Weiß es nicht. Jedenfalls hat dann Raab diesen Kampf gemacht und ich dachte schon die ganze Zeit, mein Gott, irgendwie ist es ja doch alles aus der Zeit gefallen. Also da stellt sich so ein riesen bulliger Typ hin, um so eine kleine Frau zu verprügeln und singt dann noch Ma aufs Maul, nee, Paar aufs Maul als seinen neuen Comeback-Song. Ja, genau. Ja. Das fand ich schon alles irgendwie ein bisschen, boah, sag ich mal. Hat er halt diesen Kampf verloren, weil sie auch ein bisschen komisch waren. Man singt großkotzig Paar aufs Maul und pumpt schon bei Runde 1. Ja, aber das ist ja auch ich muss ja sagen, Regina Halbig war nicht umsonst Weltmeisterin. Eben. Ja, aber die große Sache war dann eigentlich, dass sie ja angekündigt haben, dass Herr Raab wieder eine neue Show bekommt. Ja, hat er deine Presse. Ja, tatsächlich. Da ist man mal eine Woche quasi nicht da und schon hat Raab eine neue regelmäßige Show, die auch schon auf Sendung ist. Ja, aber nicht im offiziellen Fernsehen, sondern bei RTL Plus. Genau. Toll. Und hast du geguckt? Nee, natürlich. Cool. Und? Ich habe RTL Plus auch schon ganz lange. Schön. Und wie ist die neue Show? Ja, die neue Show ist im Grunde eine Mischung aus TV Total und Schlag den Raab. Super! Also die Sendung heißt ja, habe ich mir das aufgeschrieben, Du gewinnst hier nicht die Million. Und es war sehr einfallsreich. 95 Minuten lang. Ja. Und sie läuft ja, ich meine, es ist Streaming, aber sie wird am Mittwoch um 20.10 Uhr online gestellt. Also 5 Minuten bevor ProSieben TV Total ja, beginnt. Ja, wollte gerade sagen. Und man muss schon sagen, es ist schon ganz schön dreist und frech. Weil, also die Heavy Tones sind ja jetzt bei ihm, die sind ja nicht mehr bei TV Total. Ja, da mitgekriegt, ja. Ja. Von einer Woche zur anderen sind die Heavy Tones jetzt bei RTL Plus und bei Raab. Da spielen sie dann Titelmusik, die fast genauso klingt wie die von TV Total und die in Wirklichkeit aber die Titelmusik ist von Täglich Frisch Geröstet, so einer Late-Night-Show, die vor ein paar Jahren mal auch von Stefan Raab. Ja, die totaler Flop war. Genau. Also insofern war er auch in der Hinsicht faul. Und dann besteht die Sendung erst aus einem TV-Total-Teil. Er stellt sich hin vor seinen Monitor und zeigt Ausschnitte, wie er es immer gemacht hat. Dann gibt es so ein paar Aktionen, wo er dann wieder unterwegs war, mit derselben Hintergrundmusik, die überhaupt bei TV-Total läuft. Und also, dann plötzlich fängt dann die Gewinnshow an, dass dann Kandidaten da sind, die 1 Million Euro gewinnen können, die dann Fragen beantworten müssen oder alle richtig beantworten und zwischendurch Spiele spielen müssen gegen Raab. Aha, und die werden moderiert von Elton. Die Spiele werden moderiert von Elton. Also, aber nur die Spiele, also wenn es dann die Quizfragen, die stellt dann Stefan Raab wieder. Also ganz ehrlich. Elton also, ist vielleicht, aber es ist so, ist doch, ist da, doch scheiße, da kommt er nach 9 Jahren wieder und macht dasselbe. Ist doch scheiße. Hätte er sich da irgendwas Cooles überlegen können. Weiß ich nicht. Ich finde es vor allen Dingen so uncool. Quasi, ich meine, es ist natürlich mal seine Show gewesen, aber es ist nicht mehr seine Show. Er hat selber seinen Nachfolger ausgesucht. Ja, und ist natürlich jetzt irgendwie im Streit offenbar mit dieser ganzen Produktionsfirma auseinandergegangen, aber hat trotzdem jetzt so ganz krass arschig, dieses Ganze zu klauen. Finde ich bescheuert. Also, ja. Finde ich ganz ehrlich gesagt bescheuert. Vor allem, weil die haben jetzt, ist ja nicht nur so, dass es jetzt eine Sendung geben soll, es soll ja mehrere Sendungen mit Stefan Raab geben und ganz über 5 Jahre verteilt. Das heißt, die RTL bindet sich jetzt an dem 5 Jahre lang und weiß genau, der bringt jetzt nichts Neues. Ja. Das ist auch kacke. Ja, man muss ja auch sagen, die wollen jetzt die Primetime angreifen, aber bis jetzt haben doch RTL in den letzten Jahren an Primetime-Formaten ja wirklich nur gerissen. Nö, das kann man jetzt so nicht sagen. Die Quoten sind natürlich nicht mehr so wie früher, aber sie haben einige Formate, die noch ganz gut laufen.
Aber ich finde es trotzdem... Ja, immer die gleichen. Nö, nicht nur. Sie haben ja auch viele neue Quiz- und Aktionsshows. Von DSDS, dann kommt wieder Supertalent, dann kommt wieder... Supertalent läuft, glaube ich, oder? Keine Ahnung, jetzt kommt dann wieder Dschungelcamp und dann kommt wieder die Reise rum, dann kommt super wieder bei Deutschland... Aber sie haben auch schon auch ein bisschen mehr. Ja, okay. Aber es ist trotzdem erstaunlich, dass das so gefeiert wird. Dann. Also, Ich glaube, wir haben irgendwo gelesen, dass ja Leute noch nicht mal, die jungen Zuschauer nicht mal Stefan Raab mehr kennen. Ja. Und jetzt soll dann der Entertain-Opa wir alt richten. Wenn dann natürlich Kinder neue Ideen mitbringt, dann soll er doch gleich sein lassen. Also das ist jetzt nur enormes Geld scheffeln, damit er dann sich zur Ruhe setzen kann in 5 Jahren, wenn er mit RTL durch ist. Ja. Dann ist er 63 und dann 62 und dann kann er auch offiziell in Rente gehen, Frührentner. Ich habe übrigens vorhin ein paar Ausschnitte gesehen. Matze war nämlich in der Halle in Düsseldorf und hat so ein paar Videos für uns gedreht. Und das haben wir vorhin gesehen, übrigens. Ja, ich würde sagen, bevor wir auf die harten Themen zu sprechen kommen, gibt's Tosen. Heute habe ich mal ein Bier mitgebracht. Ja. Uns werden ja inzwischen wirklich auch oft Biere mitgebracht. Und heute haben wir ein Bier aus Lüchen in Nordbrandenburg, in der Uckermark. Und dunkles. Ja. Ein ganz dunkles. Es heißt Schwarzstorch. Geil. Naturbelassenes, nicht pasteurisiertes, nicht filtriertes Stout. Röstig, herb. Ich weiß, was mich erwartet. Okay. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Gerste, Hopfen, Hefe. Alles aus Bioanbau. 4,5 Volumenprozent. Und kommt aus der Storchbier, also von Storchbier-Spezialitäten. Aus Lüchen. Bitteschön. Also, ich kann es mir schon vorstellen. Es wird ja. Könnte es sein, dass mir das nicht schmecken wird? Es wird jetzt sehr malzig. Sehr malzig und eventuell auch sehr süß werden. Wie? Dann ist es ja doch gut. Also so ein Malzbier oder was? Nee, eher nach einem Guinness. Sieht ja schon aus wie ein Guinness. Ja, also es ist wirklich sehr dunkel, quasi schwarz. Es ist ein Schwarzbier, da hast du recht. Deswegen ja auch Schwarzstorch. hat aber einen guten. Gutes Bouquet. Was zu erwarten war. Es ist ein typisches Guinness, ein typisches Stoutbier, ja. Aber es ist total wässrig. Also unfassbar wässrig. Ja, das stimmt. Ja. Es, ja, ist also anders wie es schmeckt so wie kalter Kaffee mit zu viel Pulver. Also mit zu viel Pulver und zu viel Wasser. Nee, zu wenig Pulver und zu viel Wasser. Ja, so rum, ja. Ja, das ist dann sozusagen die Instant-Version vom Guinness. Also soll schmecken wie ein Guinness, hat auch die Bitternote. Nee, niemals. Das ist so eine Art Guinness. Nein, niemals. Nee, das ist ein Stout-Bier. Soll ja, so aber sein. Es ist also trotzdem nicht wie ein Guinness. Also nee. Also dafür ist es wirklich viel zu wenig. Soll es sein. Ja, soll. Soll. Ist ihnen nicht gelungen. Ist ihnen aber nicht gelungen. Nee. Wird aber trotzdem alle. Das ist ein Frauenbier. Nee. Das ist ein Frauenbier. Nee. Also meine Frau würde das gut. Echt? Dann bitte. Wieso stellst du mir da hin oder was? Ja, nee, ich finde es also... Also tut mir leid, Mandy. Das tut mir jetzt wirklich sehr leid. Aber nee. Aber zumindest auf einer Seite ist es nicht durchgefallen. Nicht ganz, nö. Also meine Frau wird den Rest der Witze ohne mehr trinken. Heute ist ja zu spät. Ja, Landtagswahlen stehen an, ja. Übermorgen. Am Sonntag. Ja. Dann fällt mir mal aufstoßen hier. Da muss ich ja jetzt mal hier, ich habe ja, diese Woche waren ja einige Politiker auch in Oranienburg, ja? Und am Montag war ja, hat ja... Vorhin war Dietmar Woidke in Oranienburg, oder ist er vielleicht immer noch, wenn das hier als Premiere durchgeht? Ja, genau, und am Montag war die FDP da. Ich verstehe nicht, warum die bei uns um 12.15 Uhr erscheinen, im Oranienwerk, wo jeder Normalsterbliche arbeiten geht. Und gerade bei den Liberalen ist es ja so, dass sie auf die Wirtschaft achten. Ja. Das heißt... Es dürfte eigentlich ja Kinder da gewesen sein. Na ja, doch, die Rentner. Ach, stimmt, ja. Das verstehe ich nicht. Woanders, die waren ein paar Tage später in Spremberg, da waren sie schon 20 Uhr. Na, dann war ihnen Oranienburg nicht so wichtig. Richtig. Toll. Habe ich mich total ärgert. Also kommt der Lindner... Wärst du zu Christian Lindner etwa hingegangen? Nee. Warum hat dich das dann geärgert? Weil die potenziellen FDP wieder nicht mehr hingehen konnten, weil sie ja arbeiten hätten müssen. Aber die potenziellen FDP wählen doch eh FDP. Ja. Und außerdem, Entschuldigung...
potenzielle FDP-Wähler in Brandenburg, wo sollen die sein? Die sind unter 4%. Wenn überhaupt, ich glaube, die dümpeln bei 2% oder 1% oder so. Also die ganze letzten, also das letzte, wo die Sieger waren, sind noch nicht ganz so runtergerutscht. Wobei ja jetzt war ja auch Gysi und Walter hier in Oranienburg, also der Spitzenkandidat. Die habe ich nur auf dem Plakat gesehen. Genau, habe ich auch leider nur gesehen. Wäre, glaube ich, entspannt gewesen, weil gleich neulich erst gesehen, dass Gysi da mit Gutenberg einen Podcast hat. Ja, schon lange. Letztes Jahr, glaube ich. Und die sind ja total cool. Ich habe die neulich also irgendwie auf YouTube für mich entdeckt. Ich fand die spitze. Hat mir total gefallen. Die beiden total konträr zueinander stehenden Politiker reden da über, also eigentlich so was, wie wir hier machen. Total cool. Hat mir gefallen. Die Wahl ist ja nun doch noch auch ein bisschen spannend, weil ja. Ich meine, die SPD, es gibt so verschiedene Umfragen. In einer Umfrage waren sie nur noch 1 Prozentpunkt zur AfD Unterschied, in anderen sind sie bei 3% Unterschied. Also ich bin da gespannt, wie das noch ausgeht. Und Dietmar Woidke hat ja gesagt, wenn die SPD nicht auf Platz 1 landet, dann tritt er zurück. Und also ehrlich gesagt gehe ich ja schon ein bisschen davon aus, dass das passieren wird. Ich hoffe immer noch, dass Woidke zieht als Person. Die Finger sein Plakat ganz cool. Wer Woidke wählt, wählt SPD. So wie ein Klassiker wie, wer Willi wählt, wählt SPD. Oder Woidke wählen. Woidke also wählen. Willi wählen man auch damals. Genau. Ja, aber ist ja ähnlich. Ja. Ich finde, dafür setzt er ja vor kurzem ja auch noch im Bergfelde war er ja im August, glaube ich. Mhm. Gab es auch großen Gegenprotest. Ja, also der macht sich schon nicht rar. Und es gibt ja den interessanten Punkt, dass der CDU-Ministerpräsident Kretschmer aus Sachsen, ja. Der sagt ja, also er hofft, oder wie sagt er, er hofft, dass die SPD gewinnt. Er wünscht der SPD den Sieg. Hä? Ja, ja. Was sagt denn sein CDU-Kollege? Na, die sagen, naja, das ist schon okay, es ist ja auch demokratisch und bla bla bla, aber das ist schon ein bisschen komisch, weil die CDU ja schon wieder so ein bisschen abgekackt ist. Ja, die ist ja eingebrochen, ja. Ja, also die ist ja in diesem, weil es spitzt sich ja jetzt scheinbar zu zwischen AfD und SPD und alle anderen, da muss man ja auch sagen, verlieren alle anderen. Also dass jetzt plötzlich Grüne und Linke unter 5% sind, hat ja alles damit zu tun. Ne? Das sollte aber nicht passieren. Also einer von den beiden muss eigentlich, um eine stabile Regierung zustande kommen zu lassen, außerhalb der AfD, muss mindestens einer von diesen beiden Parteien mit in den Landtag reinkommen. Sonst haben wir echt ein Problem. Naja, also wenn es nur 4 Parteien sind, glaube ich, ist es so, dass es für SPD und CDU reichen könnte. Okay, ja. Also es ist dann davon abhängig, wie stark die CDU und wie stark dann die SPD ist. Also muss man schauen. Aber ja, es ist interessant. Aber es wäre natürlich dann auch wieder blöd, wenn quasi die SPD dann mit Bündnis Sahra Wagenknecht und der CDU, weil dann wäre es ja quasi alle gegen einen. Ja. Das wäre dann natürlich, also es wäre nicht gut, wenn quasi nur die 4 da drin wären. Ach, wir müssen erst echt gucken. Ich bin echt gespannt. Ich habe ja diesmal Wahlunterlagen bekommen. Ja, und die waren sehr rechtzeitig. Ja. Und weißt doch, wo du wählen musst. Ich habe den Brief noch nicht aufgemacht. Das war die Überraschung am Sonntag. Genau, ja. Also überraschen. Okay. Aber dann gehen wir natürlich, ja. Ja, ich habe ja jetzt diverse, nein, ich habe 2 Wahlrunden gesehen, wo auch dieser Hans-Christoph Berndt, also der Berndt von der AfD dabei war. Das ist ja echt ein Hi-Ho-Pi. Also das ist ja unglaublich, was das für ein Typ ist. Das ist ein absoluter Typ. Also, ich habe neulich eine Doku über, das heißt eine Doku, eine Reportage über den gesehen, was das für eine Flachzange ist. Also was der sich da anmaßt und Sachen zu erzählen. Der war in so einem RBB-Talk. Ich glaube, das zeigen wir einfach mal. Sie haben mal den Einzelfallticker der AfD sich angeguckt im Netz. Da finden Sie dann in den letzten 6 Monaten wie viele Messerattacken und Übergriffe in Brandenburg? Wir haben in Deutschland stündlich Messerattacken. Wir haben 2 Gruppenvergewaltigungen. Wir haben in den Berliner Schulen 5 Polizeieinsätze am Tag. Und wir hatten im letzten Jahr an den Schulen in Brandenburg über 90 Gewalttaten mit über 107 Verletzten. So kann es doch nicht weitergehen. Darf ich nochmal zu meiner Frage zurückkommen? Im Einzelfallfinder finden sich in den letzten 6 Monaten wie viele Übergriffe der von Ihnen genannten Art in Brandenburg? Sagen Sie es mir, Herr Wiebrecht, jeden Tag kann einer passieren. Wie viele waren es genau? Keiner. Nicht einer. Aber es könnte jeden Tag einer passieren. Das hat auch Herr Stücken gesagt in der Landtagsdebatte. Ja, das ist dann schon so ein bisschen unangenehm. Also, ja. Wenn man da habe ich auch neulich, wo war das denn? Neulich auch so einen Kommentar in Thüringen noch gesehen. Da hat der Zuschauer den AfD
Abgeordneten für Jena gefragt, wie viel er denn dazu beigetragen hat, dass die Hochschule vorangekommen ist. Ja, das hast du ja sicherlich in keine Wochenshow gesehen. Genau, und das fand ich so toll. Jetzt haben sie ja da auch versucht. Bei der großen Elefantenrunde in Potsdam ist ja der Schützenkandidat ja auf dem Tagesspiegel, ja. Ist er ja aufgestanden, hat gesagt, er macht das ja noch nicht mit, aber leider hat er zu Zeit auch einen zweiten Termin, wo er dann dringend hin musste, aber war halt ganz spontan. Und Merz ist Kanzlerkandidat, völlig überraschenderweise. Ja, ist mir recht. Ist dir recht? Ist mir recht. Ist dir rechts? was hat Olli Schulz gesagt? Ist mir recht, ne? Oder ist mir recht? Oder irgendwie sowas. Ja, dem ist es wurscht. Also, ja. Und unterdessen saufen Österreich, Tschechien und Polen ab und wir wissen noch nicht genau, ob wir absaufen. Also nicht wir hier, aber an der Oder und so. Wir waren ja letzte Woche in Meißen, bricht nächste Woche. Und die hatten ja auch schon richtig Angst. Ja, wieder, da waren wir in einem Café drin, da hatten so, wir saßen da und haben es so richtig an den Türen gesehen, wie hoch das Wasser 2002 und so weiter. Und wenn die da, war ja so, was angekündigt wurde als ein Jahrtausend Unwetter. Hochwasser. Und dann wären wir beim Sitzen, wären wir schon hier gewesen. Hm. Aber da haben sie ja auch ein bisschen Entwarnung. Aber Österreich, ganz Katastrophe. Tschechien, Katastrophe. Polen, Katastrophe. Und jetzt kommt die Elbe und Oder Richtung Brandenburg. Also, ja. Und das nächste ist dann Italien. Da sind schon wieder irgendwelche Regenfälle angekündigt mit 350 Liter pro Quadratmeter. Und was der Grund des Ganzen? Mittelmeer. Mittelmeer. 9 Grad über normal. Genau, das Mittelmeer so warm, dass das Ganze sich aufsaugt, die Wolken, und die kommen natürlich und sind mega voll und wollen auch abgeregnet sein. Und das ist das große Problem. Und die Italiener haben ja sowieso noch die Arschkarte, weil ja dann vor den Alpen noch sind. Und wenn das ungünstig liegt, können die Wolken nicht über die Alpen rüber, sondern regnen es davor ab. Und dann haben wir diese riesen Unwetter, was wir schon in den letzten Jahren hatten. Ja, Klimawandel gibt es nicht. Wie sagte, hat wie er auch Herr Bernd genau, von der AfD sagt. Genau, herzlichen Glückwunsch. Alles. Und der will Atomkraftwerke wieder aufbauen. Ja, viel Spaß. Wir haben jetzt viel Spaß mit den Promi-Geburtstagen der Woche. So, Carola, mal erzähl dir aus. Am Sonnabend ist 60 geworden, die Schauspielerin Martina Gedeck. Die Sängerin und Songwriterin und Superfrau Alanis Morissette ist am Samstag 50 geworden. Sehr hast sicher? Du? Ja, habe ich mir extra rausgesucht. Morten Harkett, ja. Sänger von Aha! Ist 65 geworden. Aha. Aha. Der ehemalige Fußballer Günter Netzer und Fußballkommentator lange ist am Sonntag 80 geworden. Die Borussia-Legende, wo ihr merkt. Sonntag habe ich hier unser Harry. Auf Prinz, Wales. Auf Wales. Ehemaliger Prinz. Ja. Harry auf Wales ist 40 geworden am Sonntag. Glückwunsch. Glückwunsch. Dann der Moderator Matthias Killing ist am Sonntag 45 geworden. Wer mit Sat.1 frühstückt, wird ihn kennen. Da bin ich schon beim Montag. Ja. Katie Melua, die Sängerin und Songwriterin, ist 40 geworden. Und Luna ist 50 geworden. Jo, sing. Bailando, bailando. So, ja. Dienstag. Der Rapper Flo Rida ist 45 geworden. Genau. Ursula Carven ist 60 geworden. Und Reinhold Messner, der Bergsteiger, ist 80 geworden. Mittwoch habe ich. Und am Dienstag, ich glaube, sie hat im Marienhof mitgespielt. Ja. Yeah. Da grüße ich meine Mutter an der Stelle. Viktoria Brahms ist 80 geworden. Okay. Dann bin ich Mittwoch habe ich ihn. Hast du Mittwoch jemanden? Am Donnerstag, der Late Night Talk aus den USA, Jimmy Fallon, ist 50 geworden. Das ehemalige Supermodel Twiggy ist stolze 75 geworden. Ist immer noch Supermodel? Nee, jetzt nicht mehr. Wieso das nicht? Ja, 75 ist ja vielleicht nur noch Model. Der ehemalige Fußballer, nee, der immer noch Fußballer, Julian Draxler, ist am Freitag heute 30 geworden. Und die Grande Dame des italienischen Films, Sophia Loren, ist 90 geworden. Und die nicht ganz so Grande Dame, Evelyn Bodecki, ist 35 geworden. Und wir mussten diese Woche Abschied nehmen vom großen Bruder von Michael Jackson. Tito Jackson ist im Alter von 70 Jahren diese Woche verstorben. Und der ehemalige FDP-Politiker Wolfgang Gerhardt. Und hier im lokalen Bereich, du wirst ihn wahrscheinlich nicht kennen, Rainer Tietz ist mit 85 Jahren in Sommerfeld gestorben. Rainer Tietz war Lokalpolitiker in Kremmen und hat sich sehr viel gegen Rassismus in Oberhavel engagiert. Und damit haben wir es ja jetzt auch gerade wieder zu tun. Am Sonnabend ist CSD in Oranienburg, der Christopher Street Day Oberhavel. Und da hat sich wohl eine rechtsextreme Gegendemonstration
angemeldet. Und die dürfen wahrscheinlich auch am Bahnhof, ausgerechnet am Bahnhof, demonstrieren, wo dann auch natürlich CSD-Teilnehmer eintreffen. Fällt mir nicht so ein. Und ich frage mich ja ernsthaft, da soll wohl irgendwas, wo wirklich rechtsextrem ist, irgendeine Bagage aus Sachsen-Anhalt kommen, wo ich mich dann ernsthaft frage, also wie gestört kann man eigentlich sein, dass man wegen eines CSDs in Oranienburg aus Sachsen-Anhalt anreist, um diese Leute anzuschreien. Aber guck dir mal, war doch in Bautzen noch, da war der nur extrem schlimm. Ja. Da waren ja wie viele Hunderte von Rechtsblöd-Heinis da und haben da irgendwelche Stimmen gemacht. Und da soll man noch eh mal sagen, es gibt keine Nazis mehr, wenn die dann Nazi-Kiez rufen zum Beispiel. Hm. Furchtbar, 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 furchtbar. Viel Glück und morgen, ne? Ja. Ich habe auch noch ein schönes Thema, weil ich sehr schön finde. Es soll in Brandenburg ein neues Wahlpflichtfach geben. Hast du schon davon gehört? Nein. Soll das Wahlpflichtfach Feuerwehrunterricht geben. Finde ich total cool. Es ist wohl so, dass halt die Innenministerium und Bildungsministerium das bereits beschlossen haben. Jetzt hängt es noch so dann, dass das halt noch finanziell ausgerichtet werden soll. Dann soll zukünftig ein Wahlpflichtfach zum Thema Feuerwehr geben. Finde ich eine coole Sache, weil die brauchen echt Nachwuchs. Und das als Wahlpflichtfach anzubieten, warum nicht? Gut, das muss natürlich auch jemand machen. Ja. Also durchführen. Quasi. Ja, aber wir haben ja ein paar ordentliche Feuerwehrleute. Ja gut, sind aber alles Ehrenamtliche. Ja, es gibt auch die bezahlbar, also die Berufsfeuerwehr. Ja, so viel sind es nicht. Ja, in Oranienburg sind es, glaube ich, 9, habe ich mir erst kürzlich sagen lassen. Ja, so viel Lateinlehrer gab es auch nicht zu unserer Zeit. Und trotzdem hat man das hingekriegt. Ja, also ich finde es ganz okay, aber ich finde auch, dass wir eigentlich auch genug Probleme in der Schule haben, überhaupt schon die Bildung irgendwie mal an die Kinder zu kriegen. Aber das ist halt noch ein bisschen wieder so praktische Arbeit. Oder ein bisschen auch wieder an alte Werte anknüpfen. Ja, also ich finde eher, dass man sowas mal, also dass man quasi verpflichtend irgendwelche Wandertage oder Nachmittage oder weiß ich nicht was machen, wo man das Thema ausführlich behandelt, aber dass man da jetzt ein Wahlpflichtfach draus machen muss. Ich finde die Idee an sich wirklich gut und ich finde, das finde ich auch so was wie gut Schulgartenunterricht, finde ich auch toll. Aber das ist ja, wird ja auch nicht mehr ganz so ernst genommen. Das heißt ja jetzt nicht mehr Werkunterricht, das heißt ja irgendwie anders, ne? Keine Ahnung. Ja. Wir sind halt raus aus der Nummer. Aber ich finde, das ist so ein bisschen so. Entschuldigung, du bist ja überhaupt nicht raus. Du hast doch ein Kind in der Grundschule. Ja, ich meinte jetzt, wir als Schulgänger, da sind wir schon eine Weile raus. Ein bisschen. Aber trotzdem finde ich es schön, dass halt praktische Arbeit auch wieder ein Stück weit gefördert wird. Wir können ja nicht alle studieren. Philosophie oder so. Ja. Irgendwas mit Medien machen. Und zu guter Letzt, vielleicht erinnerst du dich, wir haben doch über diesen jungen Mann aus Frohnau gesprochen, der diese Bustour organisiert hat, mit diesem Doppeldeckerbus von Schildow zum Bahnhof Tegel. BVG. Um quasi diese Buslinie mal voranzutreiben. Ja, und zum Dank dafür hat jetzt die OVG den Bus, der jetzt schon irgendwie von Schildow nach Hermsdorf fährt, der fährt jetzt nicht mehr alle 20 Minuten, der fährt nicht mehr alle 10 Minuten, der fährt jetzt alle 20 Minuten. Weil sie irgendwie keine Leute haben oder so. Und da haben sie halt jetzt an der Linie gespart. Sehr schön, weil ja sie jetzt die BVG damit machen, anstatt die OVG. Nee, das ist die, naja, es ist die OVG. Und ich meine, wahrscheinlich haben die sich, ich weiß nicht, ob auch BVG-Busse auf dieser Linie fahren. Es sollen ja BVG-Busse in der Linie fahren. Die sollen ja dann mehr durch, also. Aber es ist ja wohl dieselbe Linie, nur dass die vom Bahnhof Hermsdorf weitergeht. Genau, deswegen ist es dann irgendwann nicht mehr OVG, wobei das Ganze ist ja VBB, Verkehrsbetrieb Berlin-Brandenburg. Und dementsprechend hätten sie das auch besser teilen können. Aber so kriegen vielleicht dann 5% mehr die BVG anstatt der OVG. In diesem Sinne. Ja, was war denn hier? Keine Wochenshow. Auf Wiedersehen.